Ich möchte gleich anschließen, weil ich glaube, also das ist einfach auch für uns wichtig, das zu verstehen, ein paar grundsätzliche Dinge noch erklären. Ich meine, wenn es jemand interessiert, das Buch, also das ist sehr interessant zu lesen. Es gibt noch ein zweites Buch, was die Regelkette geschrieben hat, das Macht durch die Bluse zu, dann Macht durch die Bluse zu. Ein Aufschrei gegen den Chip, den Gleichheitswahn. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Buch. Aber vielleicht darf ich noch ein paar Erklärungen hinzufügen. Und zwar, ich habe mich auch also, natürlich damit beschäftigt, nicht nur ich, es gibt ja auch sehr bekannte Menschen, zum Beispiel der Professor Günter Buchholz, der sich von Ökonom, der hat sich jetzt auch intensiv damit auseinandergesetzt und mit der Thematik. Und der kommt von einer anderen Seite zu den Schlüssen. Denn die Frage ist, man Gender, wonach klingt eigentlich Gender Mainstream? Gender Mainstream klingt nach Gleichberechtigung, oder? An was denkt ihr, wenn ihr Gender Mainstream hört? An gleiche Rechte für Mann, Frau, an Gerechtigkeit, Chancengleichheit wird allgemein damit assoziiert. Natürlich stellt sich die Frage, wer kann da schon was dagegen haben? Niemand. Aber warum brauche ich den Begriff Gender? Wir brauchen den Begriff Gender, weil damit die völlige Gleichstellung, nicht das gleiche Recht, die gleichen Chancen, sondern die Gleichstellung gemeint ist. Denn Gleichberechtigung meint, dass Mann und Frau dieselben Chancen, dieselben Möglichkeiten, dieselben Chancen haben. Und wie der Professor Buchholz sagt, und Gleichstellung ist aber genau das Gegenteil. Weil eine Gleichstellung ist eine zielt das auf das Ergebnis ab, die Gleichheit auf das Wesen ab, die Gleichheit ist im Ergebnis. Ich meine, wir wissen, Mann und Frau sind eben nicht gleich, Gott sei Dank. Sie sind zwar gleichwertig, aber nicht gleich. Und Gender Mainstreaming, wie schon erwähnt wurde, geht eben davon aus, dass nicht unser biologisches Geschlecht relevant ist, sondern unser soziales Geschlecht. Das, was ich wähle, wenn ich heute das Gefühl habe, ich möchte lieber, weiß ich, eine Frau sein, dann muss das akzeptiert werden. Das ist das soziale Geschlecht verstanden. Das sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Ich habe vielleicht schon einmal den Namen Simone de Beauvoir gehört. Das ist ja, ich nenne sie die Grand Dame der Gender Theory. Sie hat gesagt, wir werden nicht als Frau geboren, wir werden dazu gemacht. Man muss sich das mal überlegen. Das heißt, wie auch der Professor Buchholz sagt, der Gender-Begriff wird ausschließlich deswegen benötigt und wurde deswegen eingeführt, um das homoerotische Verhalten, um die Neigung, als gleichartig und gleichrangig mit einem heterosexuellen Verhalten erscheinen zu lassen. Das ist allerdings nicht möglich, ohne dass sich sozusagen unsere biologische Besonderheit leugne oder entwerte.
der Begriff dient rein nur dazu, um persönliche Befindlichkeiten oder Neigungen, eben eine homosexuelle oder pervertierte Neigung, sexuelle Neigung zu rechtfertigen. Und die Forderung nach Gleichberechtigung geht die Forderung der Gleichstellung einher. Und darum ist auch vom sozialen Geschlecht die Rede, weil wenn ich heute wähle, heute möchte ich ein Mann sein, dann ist das sozusagen nach dieser Theorie meine sexuelle Identität. Ich fühle mich als Mann. Und das ist bitte zu akzeptieren. So wird das rübergebracht. Aber ein homoerotisches Verhalten produziert ja nichts. Ich habe vor kurzem mal ein sehr, sehr interessantes Bild gesehen. Und ich habe dann das auch auf Facebook, also dann mich in die Diskussion eingeschaltet. Da sind zwei Stecker, also jeweils die Stecker oder die, wie sagt man? Kohle. Ja. Kohle, und zwar Kohle. Und dann steht drunter, they don't connect. Es ist keine Verbindung möglich. Und da hat sich dann eine sehr heiße Diskussion entsponnen. Das war wirklich sehr interessant. Man kann eigentlich sagen, in meiner Erfahrung, die Gender-Ideen sind der Ausdruck der womöglich größten Identitätskrise der Menschheit. Und jetzt komme ich nur ganz kurz auf den Begriff Identität. Identität bedeutet ja so viel wie Gleichheit und Übereinstimmung und hat der Ursprung dieses Wortes ist im Lateinischen und heißt idem. Und die Gendernauten, also die Kelle nennt sie Gendernauten, die Gender-Theoretiker, die reden ja sehr, sehr gerne von Selbstbestimmung, auch sexueller Selbstbestimmung und sozusagen sexueller Identität. Jedes Kind schon soll seine sexuelle Identität selbst wählen können, mit der sie sich am wohlsten fühlt sozusagen. Ihr kennt das Schlagwort zum Beispiel, mein Bauch gehört mir. Ja, das ist ein solcher Ausdruck dieser Selbstbestimmung. Wenn aber Identität nach dem Wortstamm Übereinstimmung bedeutet, ich kann meine Identität gar nicht bestimmen selber, geht nicht, sondern Identität kann nur sozusagen im Kontext einer Beziehung macht Sinn. Ja. Das heißt, ich muss mit einem Urbild oder einem Ursprung übereinstimmen, ident sein. Und auch die klare Überlegung, wer sind wir eigentlich, von wo ist meine Herkunft? Ich bin als Mann da, eben wegen der Beziehung meiner Eltern. Das heißt, wenn hier von sexueller Identität besprochen wird und philosophiert wird, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn einfach, ja. Weil Identität ist nur verständlich, macht nur einen Sinn, wenn man es in Bezug zur Herkunftsfamilie, zur eigenen Familie sieht. Oder im letzten Endes auch in Bezug zum Ursprung, zu Gott sozusagen. Ja. Die Tragik natürlich ist die, dass eben sozusagen das
Familienbilder, sind die familiären Beziehungen in unserer Gesellschaft so verzerrt und zerstört sind. Und hier kommen wir auf eine Problematik, denn man könnte sagen, dass ein homosexueller Mensch, empfindender Mensch, dass der auf der verzweifelten Suche nach seinem Ursprung, nach seiner Herkunft ist, dass er sozusagen, er möchte seine Identität finden. Und deshalb ist es auch verständlich, dass gerade wenn man ein homosexuelles Paar betrachtet, die haben oft eine sehr starke Abhängigkeit vorhanden. Der Partner ist meistens aus irgendwo ein Vaterersatz. Und das ist interessant, ich habe auch eine Studie, es gibt auch eine Studie, und zwar gab es vor einigen Jahren eine nationale Kohortstudie aus Dänemark, die eben herausgefunden hat, es besteht hier ein Zusammenhang zwischen der Brüchlichkeit einer elterlichen Beziehung, wenn zum Beispiel eine alleinerziehende Frau, wenn die Beziehung in Brüche gegangen ist und aus welchen Gründen auch immer, das heißt durch die Abwesenheit des gleichgeschlechtlichen Partners, dass jene Kinder aus diesen Familien häufiger, das muss nicht immer sein, aber häufiger später eine homosexuelle Partnerschaft eingehen im Vergleich zu einer intakten Familie. Ich kann wirklich nur sagen, zum Abschluss, die Genderbewegung hat wirklich eine unglaubliche geistige Verwirrung verursacht. Und wir müssen den Geist dahinter verstehen. Ich meine, diesen Geist und diese Triebkräfte dahinter, da möchte ich jetzt euch nur einen Abschnitt zitieren, der für mich das den Kern ausdrückt. Und zwar findet sich der in Faust 1 von Goethe. Dort gibt es einen Abschnitt in der wirklich das treffend ausdrückt. Das heißt es, ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Faust 1. Und wenn jemand vielleicht denkt, dass er diese Identitätskrise, von der ich hier gesprochen habe, nur ein Minderheitenproblem ist, dass das nur vielleicht, manche sagen 2-3 oder manche sagen 10% der Bevölkerung sind homosexuell. Wenn diese Identitätskrise nur ein Minderheitenproblem ist, wäre es ja nicht so schlimm. Aber ist es nicht. Und für all jene, die sich damit auseinandersetzen wollen, empfehle ich noch ein Buch. Und zwar von der Gabriele Kubi, Die globale sexuelle Revolution.
Denn die sexuelle Revolution hat als Kernbotschaft, als Kernziel, du kannst das gerne noch einmal anschauen, propagiert die sexuelle Revolution die freie Liebe, aber im Grunde genommen die freie, völlig verantwortungslose Liebe wird dadurch gefördert und vorangetrieben. Es geht hier im Kern darum, ich habe aber auch ausführlich in einem Seminar darüber geredet, das Wertvollste im Menschen zu zerstören. Die Liebe und das Leben. Ich meine, es ist, ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass wir heute mehr eine Trennungskultur haben. Und wie, die Frage stellt sich nun, wie können wir diesen Trend umkehren? Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns auch persönlich, dass wir uns als Familie und auch als Gesellschaft wieder darauf besinnen, was ist uns im Leben wichtig und was ist uns wertvoll. Wir müssen eine Wertediskussion in Gang bringen. Wir müssen sozusagen eine Diskussion und Familienwerte in Gang bringen und wirklich auch darauf, das auch öffentlich zeigen. Die Homosexuellen haben einen, wie heißt der, Pride Day. Die drücken ihren Stolz aus. Umso mehr sollten wir als Familie unseren Stolz ausdrücken. Das heißt, und damit komme ich so ähnlich als ganz zum Schluss, und dafür das wird für mich ist auch ein zukünftiges, wesentliches Schlagwort. Wir brauchen ein Family Mainstreaming. Wir brauchen kein Gender Mainstreaming, wir brauchen ein Family Mainstreaming. Was meine ich damit? Ja. Es soll der Leitgedanken in der Politik, die Leitgedanken und die Leitprinzipien der Politik sollten sozusagen eines werden, dass nämlich die besten Bedingungen für ein Kind zum Aufwachsen geschaffen werden durch reife, verantwortliche Eltern, die eine stabile Beziehung leben. Man hört das in der Politik ständig, wenn man auch die unsere Familienministerin redet immer wieder von, ja, Familien brauchen Rahmenbedingungen. Ja, was hilft mir ein noch schöner Rahmen, wenn das Bild zerstört ist? Ich habe ja auch Entwicklungspsychologie oder mich mit Bindungsforschung und Entwicklungspsychologie nach dem bekannten kanadischen Professor Neufeld mich damit auseinandergesetzt und Kurse absolviert. Und mit einem Ausspruch möchte ich nun endgültig abschließen, und zwar sagt er in seinem Buch, das heißt, dass er unsere Kinder brauchen uns, heißt das Buch von Professor Neufeld, da schreibt er in einem Kapitel, die Beziehung zum Kind ist heilig. Und ich ergänze,
die Beziehung zu den Eltern ebenso danken.